Dritter Spieltag, dritte Liga, zweiter Heimsieg für die Preußen. Was bleibt? Natürlich am Ende ein großer Sieg für die Preußen. 1:0, hört sich knapp an, war aber am Ende eigentlich deutlich, weil die Preußen zumindest in der zweiten Halbzeit das Spiel sicher im Griff hatten. Faschas Philosophie ging voll auf, nach einem allerdings nervösen Beginn. Die Preußen fanden erst nach einer halben Stunde ins Spiel, hatten dann die besseren Spielanteile und nutzten eine ihrer wenigen Chancen zum Sieg. Was verwundert war, dass Oberhausen keine Mittel gefunden hat, nach der Pause irgendwie gefährlich in den Preußen-Strafraum zu kommen. Der Sieg ist so gesehen hochverdient. Das 1:0 täuscht ein bisschen darüber hinweg. Natürlich waren auch die Spieler nach der Partie angetan. Wieder ein Sieg, nachdem sie in Chemnitz gewonnen hatten. Hier jetzt die Stimmen zum Spiel. Ich denke, wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und heute hat man auch wieder eine Mannschaft auf dem Platz gesehen, die wollte unbedingt. Wir wussten, dass es ein robustes Spiel wird. Das wurde uns schon vorher mitgeteilt vom Trainerteam. Und so sind die Oberhausen auch aufgetreten. Ich kenne ja auch viele Jungs in der Mannschaft. Und die waren natürlich heiß, hier zu spielen. Das ist Derby-Charakter, das Brisanz drin, das geht erstmal über die Basic. Die Basic sind Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft. Und Oberhausen hat ganz schön hingelangt auf dem Kuchentablett. Zerfahren in den ersten 30 Minuten, dann haben wir, glaube ich, ins Spiel gefunden. Und haben dann auch nach der Halbzeit, als der Trainer uns gesagt hat, wir sollen die Geduld beibehalten, haben das auch umgesetzt und sind dann auch dafür belohnt worden. Siehe das 1:0, war ja super rausgespielt. Ja, und so gewinnt man in der dritten Liga Spiele. Ich bin jetzt erstmal froh, dass der Knoten jetzt endlich mal geplatzt ist. Ich hatte halt auch jetzt in den ersten Spielen auch leider gar keine Torchance, heute meine erste und direkt genutzt. Das freut mich natürlich, weil man in dieser Liga nicht so viele Chancen bekommt. Bin erstmal jetzt zufrieden mit dem Spiel heute. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit, wo wir uns erheblich gesteigert haben, viel besser organisiert waren, natürlich auch mit dem 1:0 im Rücken, da ließ sich das natürlich dann auch gut gegen den Ball arbeiten. Und von daher glaube ich auch aufgrund der zweiten Halbzeit, dass wir das Spiel verdient gewonnen haben. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir den Klassenerhalt sichern und nach oben sind dann halt keine Ziele, keine Grenzen gesetzt. Man soll aber jetzt nicht da irgendwie mit dem Aufstieg oder mit, keine Ahnung, Sachen da fantasieren. Wir gucken erstmal, dass wir die Klasse halten. Müde waren die Preußenspieler nach dem Heimsieg. Es war ein hartes Stück Arbeit bei sehr schwierigen Bedingungen. Aber nach dem Spiel herrschte natürlich große Zufriedenheit. Babacan Jai forderte gleich 3 freie Tage für die Mannschaft, was Marc Fascher als großen Irrtum bezeichnete. Aber die Spieler waren sehr, sehr zufrieden mit der Partie und mit dem Ergebnis. Ein sehr, sehr guter Anfang ist gemacht und ja, Münster ist in der dritten Liga jetzt schon angekommen. Wer noch mehr wissen möchte zu diesem Spiel, wer Bilderstrecken dazu sehen möchte, wer noch einen Live-Ticker nachlesen möchte, der findet alles auf www.wn.de.